So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend. Ja, im letzten Part haben wir den einen lustigen Dungeon hier unten. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Wie hieß er denn? Gute Frage. Der Sturmberg, genau, den haben wir abgeschlossen, oder? Ich denke schon. Und wir haben dann einen Boss besiegt und ich habe keine Ahnung, was das jetzt ausgelöst hat. Ich schaue halt einfach mal, ne? Die Musik hat sich verändert. Cool. Und die Fensterläden gehen nicht mehr auf und zu. Okay. Anscheinend hat sich hier was getan. Ich spreche einfach mal noch mit jedem. Ne, die sagt das Gleiche. Sagst du mir was? Ah ja, okay. Ach, diese Musik. Ah, schön. Schön ist das. Ne, Bomben möchte ich bitte nicht kaufen. Ne, da habe ich viel zu viele davon. Ja, hallo Held. Das, ja. Hat er wieder einen lustigen, wie heißt's? Dass er sich nicht bewegt hat, auf jeden Fall. Kraftränge, was will ich denn mit Krafträngen? Bäh! Nein, ich will. Nein! Ich gehe einfach mal zu dem Typen da oben. So, wie hieß er? Otto? Ich glaube, Otto hieß er. Vielleicht sagt der ja mir was Neues. Da schläft jemand? Nee. What the fuck? War ich in dem Haus schon? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ey. Das ist so schlimm. Es ist schon wieder so lange her, dass ich wieder aufgenommen habe. Aber es heißt lang her. 1,5 Wochen. Bomben! Hey, Wahnsinn. Ich glaube, in dem Haus war ich noch gar nicht, oder? Das kommt mir so neu vor. Das haben sie gerade erst hingebaut, wisst ihr? Da ist aber noch nichts, schade. Oder immer noch nichts. War der Typ schon immer auf dem Dach? Das muss ich erstmal kurz, wie heißt's? Untersuchen. Entschuldigung. Ah. Das Dach stützt auf ein! Ja, gut, dass du da hier oben rumgeisterst, ne, Kollege? Der war vorher nicht da, oder? Ich war doch schon mal auf dem Dach. War da der Kollege auch da? Ich weiß es doch nicht. Wo war denn der Typ, dieser Otto? Gut, dass der Sturm aufgehört. Okay. War hier dieser Otto? Ey, du Otto! Wenn das überhaupt noch jemand kennt. Sag mal, Wo war der? Bin ich jetzt total blöd? Ich denk schon. Sag mal, war da der Otto? Hier war ich doch schon drin. Also ich bin verwirrt. Sorry Leute, ich bin total verwirrt. Der Fuck? War da der Otto? Ja, da ist er. Gott. Der Sturm hat aufgehört. Jetzt kann ich eine neue Regenbogenstraße bauen. Es ist vollbracht. Gut, wir machen uns sofort auf den Weg. Wartet, in einigen Etagen ist uns ein Schalter. Bewegt sich mit der Axt, damit der Aufzug mit Vulturo nicht vorbeifährt. Da fuck. Okay, anscheinend ist jetzt eine Regenbogenstraße irgendwo erschienen. Ich weiß nicht, kann man das auf der Weltkarte sehen? Ja. Nämlich da oben ist eine Regenbogenstraße. Ich weiß nicht, ob die in der Stadt auch drin ist. Wie auch immer dieser Typ das gemacht hat. Wahrscheinlich Magie. Ne? Und so. Mit ganz langem I. Tatsächlich, da ist die wirklich. Ich bin begeistert. Und jetzt kommen wir zu Vulturos Turm. Na dann, auf geht's. Oh Gott, ich... du bist bestimmt diese... Wie heißt sie? Norma? Ja, du musst Norma sein. Endlich holt mir jemand raus. Vielen Dank. Auch schnell zu deinem Vater, der macht sich bestimmt schon Sorgen.
Okay, ich gehe nochmal zurück. Moment. Warum ist das Mädchen da nicht allein raus? Ach so, weil die Regenbogenstraße. Ach ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Wo war denn jetzt der Typ? Oh Gott. Boah. Tja. Suche ich wieder den Kollegen. Wo war der? Da war er nicht. Ich speed jetzt mal ein bisschen vor. Diese Wege, ne? Die sind ein bisschen arg lang. Vor allem, wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will. Da. War das vielleicht der Typ? Nee, das war der mit seinem Möbius-Opal. Das ist falsch. Da vielleicht? Nö, da ist gar keiner. Oder war der Otto der Vater? Ich weiß es nicht. Sagst du mir jetzt irgendwas Neues? Nee, warte mal. Da war doch... Ah! Aha, aha, aha. Was hat mir das jetzt gebracht? Danke! Das Spiel verwirrt mich heute. Hilfe, ich bin verwirrt. Ah, ich gehe einfach in den Dungeon. Das kann ich. Gegner kloppen, das kann ich. Und hier sind ganz viele Gegner. Ach, du Heilige, was ist hier denn los? Oh my goodness. What the fuck? Das bringt nichts. Das war jetzt der schlauste Neider. Da kann ich durch. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall einen neuen Gegner. Und zwar sind das Optik-Tricks. Ja, warum nicht? Da, 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 la, 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 la. Er blindet, na wunderschön. Ich greife aber mit der Klaue an, weil die macht ein bisschen weniger Schaden, aber dafür kann sie Statusveränderungen hervorrufen. Ne? Kennt man ja. Hier haben wir ein Vögelchen und das sind nämlich Flammengreife. Mal sehen, ob die was drauf haben. Ja. Ach, schwerer Treffer. Okay. Hier sind noch mehr Flammengreife. Hey, flupp, flupp. Ja. Kalia ist tot. Dann wird es Zeit für einen Kraftzauber. Und wieder voll. Schön. Ja, die Heilpolitik in diesem Spiel, die gefällt mir. Zack. Das wäre zu einfach, oder? Ich habe schon auf euch gewartet, ihr Sterbliche. Tschüssikowski, du Assi? Okay. Wo immer der jetzt hin ist, sind auf jeden Fall neue Gegner. Und zwar sind das... Ah, nix. Was wird das nur heißen? Ist fast so cool wie der Kinos, ne? Besten Namen ever. Muss ich schon sagen. Der Hammer. Ja. Ne? Und so. Kniekopf. Ach, jetzt habe ich den neuen Gegner einfach tot gespeedet. Huch, den wollte ich eigentlich zeigen. Egal. Beim nächsten Mal, was ist hier denn los? Ach du Heilige. Hier sind erstmal wieder diese komischen, wie auch immer die heißen. Und du bist ein Hadeswächter. Okay. Der hat aber nichts drauf wie sein Artgenossen und ich würde sagen, das spiele ich jetzt einfach wieder weg, weil, ne, sonst dauert das hier ewig. Hallo? What the fuck, ich habe mit 3 HP überlebt. Seht ihr das? Oh Gott. Diese Gegner machen überhaupt keinen Schaden oder so. Nee, wie komme ich drauf? Wie komme ich nur drauf? Hast schon genug Bomben und ich habe schon genug Bomben. Hey. Cool, Mann. Ah nee, das geht nicht. Okay. Quasi eine Etage höher.
Ja, wie wir diese Kniekopf, was auch immer, wie die heißen. Und hier ist wieder ein Aufzug oder was? Ich habe keine Ahnung. Kali ist schon wieder tot übrigens. Wahnsinn. Lange Treppe auf Longines. Longines. Klar. So ist das Wort. Nicht anders. Longines. Was zum Teufel? Ich laber heute schon wieder, ne? Oh, drei von diesen Optik-Tricks. Sind aber kein Problem. Ich finde es übrigens cool, dass die Optik-Tricks Erblinden hervorrufen. Weil, ne, es sind Augen und so. Wahrscheinlich ist es so gedacht, aber ja, ne? The fuck? Achso, da unten. Ja. Ja. Ich habe das jetzt nicht gesehen, dass da unten Durchgang war. Blind! Was ist das denn jetzt eigentlich schon wieder? Du bist ein Teufelsreiter. Okay. Hat aber nichts drauf. Na, warum nicht? Tot und tot. Jeden Kampf werde ich erblindet. Inzwischen lohnt sich schon das Heil nicht mehr. Du bist ein Morbius. Okay. Oh. Status-Effekte. Tustrock. Die machen Schaden, ne, die Gegner, das ist nicht normal. Wow. Ach, Kalia, treff doch bitte, Mensch. Oh ne, jetzt heilen die sie auch noch. Was war denn das jetzt? ne. Heilzauber. Und Kraftzauber und Kraftzauber. Hey. Das wäre schon wieder zu leicht, oder? Fällt mich doch! Da fuck! Okay. Da verschwindet die Buster einfach. Der ekelhafte. Mal sehen, ob wir ihn verfolgen können. Ich kann mich an den Dungeon hier kaum noch erinnern, muss ich sagen. Also ich habe ja mal ein Let's Play geschaut. Hab ich bestimmt noch nie erwähnt. Und ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Alter! Dieser Scha... What the fuck? Was ist denn... Hätte... Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Hätte... Was? Boom, boom, boom und tot. Warum sterbe ich dann immer? Der WTF? Kannst du mal aufhören? Alter, ich muss nach jedem Kampf heilen, ist klar. Vollkommen logisch. Hä? Krasse Gegner sind krass. Warum ich jetzt einmal im Kreis gelaufen bin, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat das irgendeinen tieferen Sinn gehabt. Schließlich schließen wir hier aber jetzt noch nicht so wirklich. Und was ist denn das jetzt? Achso, da kann ich hier rüber. Okay. Und dann kann ich den Gegner besiegen. Dankeschön. Dann hier die lustigen rosa Viecher. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Kalia ist übrigens tot. Irgendwas am Rand. Habe ich gar nicht mitbekommen vor lauter Speed. Oh ja, dem Dungeon werde ich ein paar Zaubertränke brauchen. So ein paar. So, zack. Und zack. Was bringt's denn eigentlich, wenn ich da oben hingehe? Bringt mir das irgendwas? Nö. Ist ja fast nützlich. Pff, der Fuck. So, erstmal heilen und dann nein. Ach komm, dann machen wir es halt. Den Heiltrank ist doch auch egal. Mensch. Was bringt denn dieser Haken da oben? Das verstehe ich noch nicht wirklich. Vergiften? Okay. Vergiften. Nee, ist klar. Alter, geh sterben, Mann. Halt mir ein bisschen zu viel aus. Da ist eine rote Truhe. Okay. Viel zu viele Gegner. Ja, mein Held ist tot. Mein Held ist tot.
nicht sterben, Kalia. Du überlebst das. Ei! Mein Held ist ja auch fast tot. Hä, was hab ich getan? Da, fuck. Was auch immer ich getan hab. Er macht Schaden. Halt, ich greife mir zu mit Magie an. Ich bin dämlich. Ich bin so dämlich. Ich habe nach jedem einzelnen Kampf heilen muss. Wahnsinn. Wo sind wir denn jetzt schon wieder, ey? Da ist eine rote Kiste. Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich rein. Ich sehe gerade, wir müssen den Part beenden. Aber denn zur Kiste schlage ich mich jetzt noch durch. Zack. Ich habe übrigens die neuen Gegner weggeklickt, ja. Machen wir im nächsten Part. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, bevor wir erfahren, was in dieser roten Kiste ist, würde ich erstmal sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Mystic Quest Legend. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.